Finde ich ein bisschen schade, vor allem, weil die Figuren, finde ich, erinnern mich immer so an Mortal Kombat. Und wenn ich an Mortal Kombat denke, dann denke ich natürlich ein bisschen auch an was anderes, aber ist ja auch wurscht. Nein, man kann keine Leute mit einer Plastiktüte schicken. Das ist, ja. Wo war das? Bei Manhunt ging das immer so schön. Ging das bei Manhunt? Ja, habe ich ja, nie ja. gespielt. War, nee, ich auch nicht. Soll leider schlecht gewesen sein. Ja? Was? Das Mikrofon Was? Sollst du vor deinen Mund nehmen. Der Simo brabbelt mir hier irgendwas ins Ohr. Ach, boah, boah, boah. So. So, so, so besser, ja? So, da kommen wir rein. Da ist der Joker. Da ist Batman. Bruce Wayne, das bin ich. Ah, hier ein berechtigter Einwand vom Olli. Du sollst nicht den Inhalt der Demo zeigen, weil wir das ja schon hatten. Also ich weiß ja nicht, ich gucke ja unsere eigene Sendung nicht. Haben wir das schon in der Demo gezeigt, das Intro? Ja, also vielleicht dann mal ein bisschen später ins Spiel zu deinem Savepoint springen. Darf. Na gut, dann... Das Intro geht sowieso extrem lange. Ich fand's ein bisschen fad. Ich dachte mir so, ja, jetzt, endlich mal hier, los, auf! Aber mir ist eigentlich ganz gut gefallen, dass es so, dass die Story so Das ist wie... So ein bisschen wie in Half-Life 1, wo man die ganze Zeit in den Zug fährt, nur hier läufst du die ganze Zeit eben den Joker hinterher, wie er in seine Zelle quasi gebracht werden soll. Und dann flieht er eben und tja, dann musst du ihn wieder einfangen. Und er hetzt dann auch verschiedene, ja, und er hetzt dann verschiedene Gegner auf dich. Ach. Und er hat auch wieder ein heißes Mädel hat er auch dabei, gell Marc, die findest du auch gut? Nein. Nein, ich eigentlich auch nicht. Nein. Ich mag auch Frauen generell nicht so gerne. Die sind auch. Nee. Die sehen so komisch aus. Ja, die, ja. Die haben so. So. Ganz komisch. Oh nein. Simo! Oh Gott! Wir trinken natürlich alle möglichen Säfte gerne hier, zum Beispiel. Hauptsache gesund. Frankenbrunnen oder Cola oder alles Mögliche, die sind alle gut. Alles Mögliche. Ja. So, hier sind wir jetzt drin in der Map. Und ich hoffe mal, dass das noch nicht in der Demo war, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, denn die habe ich nicht gespielt. Hier sehen wir uns. Und ja, jetzt kann ich hier so eine, die Steuerung ist anfangs relativ simpel, auch zu erkennen. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich, weil sie eben nicht so standardmäßig ist. Aber es geht eigentlich und wir können jetzt hier mit der linken Schultertaste so eine Art Bad Vision machen, wo wir quasi alle Gegner als Skelette hier so durch die Wände durchsehen, so ein Wallhack quasi. Und wir können uns mal jetzt mal, dann hangeln wir uns mal hier hoch. Zack, da oben sieht uns nämlich keiner. Und jetzt müssen wir die Gegner killen. Und die Sache ist nämlich, dass die ganzen Gegner eben Maschinengewehre haben und Batman tatsächlich extrem wenig nur aushält. Also wenn man direkt vor dem Gegner steht, wenn man von zwei Gegnern umringt ist mit Maschinengewehren, dann hat man eigentlich schon relativ schlechte Chancen. Denn man hat selber keine direkten Waffen. Man kann die Gegner nur mit seinem Batarang betäuben oder irgendwie betäuben oder man muss sie halt kaputt prügeln. Oder man macht eben andere Sachen, die ich jetzt gleich mal zeige. Zum Beispiel können wir auf den Gegner so runterfliegen. Und die dann derbe in die Fresse kicken. Ja, sag mal, wir waren doch schon viel weiter vorhin. Ja, es ist auch nochmal ein anderer Spielstand, den ich geladen habe. Also. Weil. Den kennen hier aber auch schon alle, sagen sie. Kennt ihr aus der Demo? Kennen sie auch schon alle. Simo, du warst auch bei der Demo da. Das war schon in der Demo. Ja, Heiland, zack. Oh, wie viele Trophys gibt? Ich glaube. Ich weiß 48. Es nicht. Wir können nachher nochmal kurz nachschauen. Gut, dann gehe ich mal raus und lade mal den anderen Spielstand. Den wollte ich erst nachher zeigen, weil wir da gerade gegen so einen Zwischengegner kämpfen. Aber egal. Ihr habt so gewollt. Ihr habt so gewollt habt und wir spielen davon. Mal weiter. Wie ist denn momentan die Story? Ach, ich weiß es gerade gar nicht. Wir rennen im Prinzip immer die ganze Zeit nur durch dieses Asylum und killen ganz viel oder betäuben Nein, ganz viele Gegner. Betäuben, ja. Die sich dann immer an den Kopf halten. Ja. Und das ist hier die... Ich habe vergessen, wie er heißt. Dane oder sowas? Was ist das denn? Das ist so ein quasi... So ein anderer nicht. Superheld, Na der... Na toll, jetzt hast du mich gespoilert. Scheiße. Achso, du bist Dane, oder was? Was? Guck mal, die haben auch immer so fette Slow-Mos, wobei die sich auch schon alle aus der Demo kennt. Oh shit, das war nicht gut. Uah. Geh weg. Ui, daneben. Aber egal. Den kriegen wir schon hin. Ich glaube, ich muss hinter ihn. Naja, genau. Ja. Dann reiße ich ihm nämlich jetzt so ein gut. Dings raus. Der ist nämlich von dem Joker... Der ist nämlich eigentlich gar nicht böse, sondern der ist von dem Joker, ich muss mal kurz meine Funkstrecke hier umstecken, der ist von dem Joker quasi mit Kryptonit oder was auch immer ist er... Kryptonit gibt's auch. Nein, naja, weiß ich gar nicht. Müsste es ja eigentlich. So, jetzt holt er sich so einen blöden Stein und wirft mal auf mich rauf. Ja, komm, mach nur. Oh, da sind jetzt Gegner. Die jetzt
direkt mal verkloppen können mit fetten Moves. Oh! Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen tricky, weil wir... Uah, das ist gar nicht so einfach. Alter, du Dödel! Ha! Wieso ich das noch nicht gespielt habe, trotzdem Speicherstand. Wir haben hier natürlich eine andere Playstation als ich zu Hause und ich habe jetzt... achso, nee, also als ich auf dem Klo, will ich sagen. Ja, doch, ich konnte jetzt den Speicherstand nicht, ja, also, ist ja auch egal. Was? Der Björn hier stark konzentriert, weil er ist ja der Meister im schnell mal draufgehen, wie wir alle wissen. Richtig. Aber wir, ich bin noch gleich wir tot, hoffen, dass er es schafft. Ja, ich glaube, wir klettern jetzt auch gleich auf ihn drauf. Ui, jetzt geht's aber los. Und... Hier, so ein krasser Roundhouse-Kick. So wie ich das verstanden habe, die Gesundheitsanzeige füllt sich nicht von selber. Die füllt sich immer, wenn man einen Gegner eben betäubt hat oder irgendwas eingesammelt oder gefunden hat, wieder ein bisschen. Richtig, die füllt sich nicht... Ah, oh, Alter, wie ich hier abgehe, mein lieber Gesangsverein, du. Nein, jetzt hat er mich doch erwischt. Jetzt bin ich auch tot. Verdammt, naja, egal. Das ist auch immer cool, die Ladesequenzen beginnen immer mit so einer Sequenz, die auch mehr oder weniger dynamisch sind, oder die Todessequenzen, ja gesagt, und immer den Gegner zeigen, gegen den man gerade kämpft. Ja, Turtle Gamer fragt, wie dann die Synchro ist. Ich finde sie eigentlich, es ist sehr professionell. Es ist wirklich gut. Der Sprecher von Batman ist zum Beispiel der Synchronsprecher von Christian Bale. Richtig. Und von Johnny Depp. Und sind professionelle Sprecher auf jeden Fall. Es hat auch einen wahnsinnig geilen Soundtrack, muss man sagen. Ja. Der ist wirklich gut. Alter, das ist ja hier zum Kotzen. Ja, komm, jetzt wirft er wieder so einen blöden Stein. Ich bin jetzt schon halb tot. Also man verträgt echt extrem wenig, finde ich, in dem Game. Das macht es natürlich auch ein bisschen interessanter. Ich hab dir gesagt, kauf dir das Rüstungslevel. Ja, ich wollte lieber den Doppel... Aber nein, Better-Tank, der Björn wollte den Doppel-Batterang. Batterang. Ja, den Doppel-Rang. So, jetzt haben wir ihn... Und das machen wir jetzt von selbst. Warum reißt er nicht gleich alle raus, der Depp? Ja, schön bescheuert eigentlich. Das ist wirklich doof. Egal. So, wir haben leider auch Scarecrow verpasst. Der ist ja, war ein sehr cooler Endgegner. Der war ziemlich fett, ja. Aber man kann ja nicht überall speichern, wo man will. Und als wir ihn dann schon quasi gerade an der Stelle waren, dann hatten wir ihn auch schon wieder besiegt, kann man so sagen. Oh, fick dich doch! Gut, dann prügeln wir hier ein bisschen drauf rum. So, ja, wird schon gehen. Man kann auch kontern, wenn über den gegnerischen Köpfen so ein Dingsbums erscheint. Sag mal was zum Kampfsystem. Ich find's ein bisschen fad. Man haut immer auf den gleichen Knopf und zielt automatisch. Nee, du hast verschiedene. Du kannst die Gegner betäuben oder schlagen. Du also auf der Packung heißt es, das revolutionäre Free-Float-Kampfsystem. Naja, das ist es nicht. Aber es ist schon, ich find's sehr cool, weil du hast zwar relativ wenig Knöpfe, aber du lernst später noch Kombos dazu. Und mir ist das ganze Spiel einfach viel zu casual. So wie das gehypt wurde, fand ich dann... Es geht, es wird später... Sagen wir, es ist extrem einsteigerfreundlich. Ja, aber das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mal ja, naja. Scheiße. Also ob ich das jetzt schaffe, du... Das ja, jetzt komm, stell nicht so an. Oi, was war das denn, du? Ach, hat er mich schon wieder erwischt. Ja, ist aber auch ein schwerer Zwischengegner. Ach was. Kann man auch so sagen. Stell dich halt nicht so an. Ja, da siehst du, darum wollte ich nicht diesen... Ich würde ja sagen, lass mich mal, aber wir wollen dich jetzt natürlich alle noch ein paar Mal versagen sehen, würde ich sagen. Naja, komm, gleich darf ich ihn... Ja, hier, guck mal, jetzt rennt er gleich... Die Frage, ob das Spiel abwechslungsreich ist, würde ich sagen, definitiv ja. Auf jeden Fall. Also es lösen sich immer so Kampfsequenzen ab und dann mal wieder ein Boss und dann kommen mal wieder so kleine Rätsel. Es ist auch extrem lange, man lernt auch extrem viele Sachen. Oh, fuck you. Ich glaube, so ein Durchlauf, so um die 8 Stunden für die Story-Mission. 8 bis 12. Und es gibt dann so ganz viele, Side-Quests sind es eigentlich nicht, so Zusatzspielchen, wo man dann möglichst viele Gegner in vorgegebener Zeit betäuben muss. Betäuben muss, ja. Und lauter solche Nebensachen, wo man dann eben Extras für kriegt. Richtig. Also gerade später hin, es gibt extrem viele verschiedene Sachen und man lernt auch immer neue Techniken dazu, bekommt neue Waffen, bekommt neue Moves.
Hier, also Björn, echt richtig guck mal, cool. Der Little D246.